Herzlich willkommen aus der wunderschönen Cala Romantica auf Mallorca. Heute möchte ich ein Video machen, was mir ein Anliegen ist, weil es direkt etliche Projekte angeht. Und da möchte ich euch zum einen erstmal Terrania vorstellen, das für mich definitiv ein Projekt ist, das mir sehr dabei hilft, die Dinge zu tun auf einem entsprechenden Level, die ich zu tun für sinnvoll befinde, das mir die Möglichkeit gibt, jetzt hier mein Auto auch unter anderen Umständen als gewöhnlich zu fahren, das mir hilft, als freier, souveräner und freier interterritorialer Mensch aufzutreten, quasi als das, als was ich mich auch wirklich empfinde, nämlich als Mensch, nicht als Deutscher oder Amerikaner oder Europäer oder Russe oder ich bin Erdling. Und Terrania hilft mir, mich auch als solcher zu bewegen. Das zweite Projekt, was ich jedem mal ans Herz legen möchte, wer es noch nicht kennt, ist die Via-Karte, über die es mir halt eben gelungen ist, sehr viele hier auf Mallorca, nicht unbedingt sehr viele, aber eben die passenden Leute zu finden, um halt eben mein großes Projekt, was für mich also mein Ding ist, was ich 24 Stunden am Tag lebe, den Peace Trail auch weiterzuführen. Da war der Thomas zum Beispiel, der Kai ist auch hier. Und mit denen machen wir halt auch sehr viel zusammen. In real. Ne, wir haben uns über das Internet kennengelernt, aber hängen zum Beispiel sehr viel auf dem Boot von Thomas rum oder solche Sachen. Und lernen segeln und kommen im nächsten ein eigenes Boot. Aber das ist halt eben eine andere Geschichte. Zu dem Boot kommen wir später. Im Moment geht es mir darum, dass ich mir überlegt habe, ich habe bis jetzt, bin ich nicht der Einzige gewesen, der diese ganzen Projekte letztendlich aus der eigenen Tasche finanziert hat. Ich bin rumgefahren, Leute connecten und zusammenbringen kann, halt eben tätowiert, um das Spritgeld zusammenzubekommen. Und andere machen es auf ihre Weise. Und ich habe mir halt jetzt gedacht, ich baue das Ganze ein wenig aus, meine Möglichkeiten zumindest. Dafür zu sorgen, dass für diese Projekte halt auch mal ein bisschen Gelder da sind. Und habe mir halt gedacht, ich kann ja nicht nur tätowieren, ich kann auch malen und T-Shirts bedrucken lassen zum Beispiel. Ne? Und deswegen gibt es ab 1.3. wie gesagt den Online-Shop mit T-Shirts, Tassen, Leinwanddrucken, Wandposter mit meinen Motiven, die dann halt eben käuflich erworben werden können und alles dadurch generierte Geld fließt eben 1:1 in diese Projekte. Ne, Terrania wie Wir-Karte sind Karten, die ohne ihre eigene Webseite oder sind Projekte, die ohne ihre eigene Webseite nicht wirklich auskommen. Und Webseiten kosten Geld. Die Vernetzungsarbeit, mal irgendwo hinfahren, Leute treffen, kostet Geld und das hält halt eben mitunter sehr auf, wenn wir halt eben dieses Geld halt dann zwischendurch immer noch generieren müssen. Deswegen machen wir es jetzt hier ein bisschen anders. Wir setzen was fest, wodurch Gelder quasi passiv generiert werden können, wo ich hinterher wirklich nur noch malen brauche und die neuen Motive quasi zur Verfügung stellen. Und wo aber alle Beteiligten sich halt eben zu unterschiedlichsten Preislagen einfach beteiligen können. Und wie gesagt, das eben nicht über Spenden. Spenden sind auch immer noch eine sinnvolle Sache, aber wir wollen hier halt eben explizit nicht nach Spenden aufrufen, sondern halt eben bestimmte Dinge verkaufen, damit die Gelder für diese Projekte generiert werden. Und dann habt ihr halt eben auch was davon und nicht nur gespendet. Ja? Dann gibt es dazu, um halt für jetzt, weil ne, jetzt im Moment sind gerade schon wieder etliche Sachen stehen in der Schwebe, weil gerade Gelder halt eben irgendwo gebraucht werden können,
Terrania hat, wie gesagt, über 1000 Euro jährliche Serverkosten alleine. Und ich würde halt gerne einfach mal in der Lage sein, dem Jonathan von Terrania oder dem Gunnar von der Wirkarte einfach mal 1000er zu überweisen, damit die da Luft haben, damit die sich auf diese Projekte konzentrieren können und nicht auf die Finanzierung. Die Finanzierung würde ich gerne jetzt anders regeln. Und damit halt jetzt auch schon für Terrania, für die Wirkarte, für den Peace Trail, damit wir mit der Pearl auch demnächst hier auf Mallorca weiterfahren können und wieder weiter unser Ding machen können, nämlich Leute verbinden und Leute connecten und halt das tun, was wir die ganze Zeit hier auf Mallorca schon gemacht haben, gibt es halt jetzt die Sonderaktion 100, in der 100 limitierte T-Shirts zum Preis von jeweils 100 Euro rausgegeben werden, die dann auch später im Laden eben nicht mehr verfügbar sind. Es geht also darum, innerhalb der nächsten 6 Wochen 100 Sponsoren für den Peace Trail, die Wirkarte, Terrania zu finden, die ein T-Shirt jeweils, oder auch 2 oder 5, im Wert von 100 Euro kaufen möchten. Wertsteigerung wird natürlich angestrebt, ja, also kann auch sein, dass das irgendwo mal Millionen wert ist und so. Ich werde natürlich alles dafür tun, dass es irgendwann mal so ist. Aber schaut euch das mal an. Ich blende den Flyer an dieser Stelle noch ein und dann guckt ihr einfach mal, ob ihr helfen könnt, indem ihr 100 Euro für ein T-Shirt dieser Art hier investieren könnt oder möchtet, oder ob ihr einfach die zu denen gehört, die einfach dieses Video teilen, den Aufruf teilen und so damit dazu beitragen, dass diese 100 Sponsoren für den Weltfrieden im Rahmen der Sonderaktion 100 gefunden werden können. Dankeschön für eure Mithilfe und wir bleiben hier weiter am Ball und werden natürlich auch weiter Bericht erstatten. Allerdings ist das halt eben auch wieder was scheiße Geld kostet. Es ist nicht zu fassen, was Internetkosten hier angeht. Also es ist Wucher. Aber das ist ein anderes Thema. Kümmern wir uns auch drum. Da tun sich gerade auch noch andere Sachen, dass wir unter Umständen im nächsten Festnetz haben. Und dann können wir da eben noch ganz anders weitermachen. Bis bald.